Sehr passend zu der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft in Brasilien veröffentlicht KSM die Fortsetzung der Erfolgsserie Die tollen Fußballstars Captain Tsubasa Superkickers 2006 auf DVD. In der 2006er Fassung hat es Tsubasa geschafft und sich seinen großen Wunsch erfüllt. Er spielt jetzt in Brasilien Profifußball, muss sich aber immer wieder an seine alten Freunde erinnern, die früher mit ihm so manches knifflige Spiel gewonnen haben. Ihn holen immer wieder die Erinnerungen an damals ein. Er erinnert sich unter anderem an Torhüter Wakabayashi, das Kickertalent Hyuga, den sanftmütigen Misaki und seinen Trainer Roberto. Doch über allem dem steht die Qualifikation mit der japanischen Nationalmannschaft für die kommende WM. Die erste DVD-Box beinhaltet die Episoden 1 bis 26, wovon zwei Folgen das erste Mal auf DVD erscheinen. Die Roboter sind los. Die durch ihre Free-TV-Premiere auf Pro7 Max bekannt gewordene Anime-Serie Tenkai Knights schafft den Sprung auf DVD. Schüler Gurren ist schon wieder umgezogen. Kaum angekommen wird er dazu verdonnert, sich vom Klassenclown Sailor in die Stadt zeigen zu lassen. Als Gurren auf ihrer Tour plötzlich eine mysteriöse Gestalt entdeckt, landen sie in einem seltsamen Laden und bemerken zwei merkwürdig erscheinende Steine. Diese besitzen magische Kräfte und haben die beiden auserwählt, die legendären Tenkai Knights zu werden, um den Planeten Quarton zu retten. Von nun an können sich Gurren und Sailor in gigantische Roboter verwandeln und durch ein Portal auf den fremden Planeten gelangen. Die erste Volume von Tenkai Knights erscheint mit einem Wendecover. Schon im Juni schickt uns Anime House in die zweite Runde von Tari Tari. Wakana ist zwar musikalisch begabt, doch seit dem Tod ihrer Mutter hat sie jede Freude an der Musik verloren. Auch der Chor- und manchmal Badminton-AG ist sie nur den anderen zuliebe beigetreten. Als eine Begegnung die traurige Erinnerung weckt, sie in tiefe Depression stürzt, will sie endgültig mit der Vergangenheit abschließen. Die Folgen 5 bis 9 erwarten uns auf der zweiten Volume von Tari Tari. Als Extras sind ein Wendecover sowie ein Booklet und Postkarten mit enthalten. Tari Tari erscheint auf Blu-ray und DVD. Und da wackeln, kämpfen sie auch schon wieder. Die Mädchen aus Senran Kagura haben miese Laune, was nicht nur an Katsuragis Grabschereien liegt. Trotz Spezialtraining konnten sie nämlich schon wieder nicht gegen die Mädchen der Schlangenschule gewinnen. Lehrmeister Kiria kommt ein neuer Verdacht. Um gegen sie und ihre Shinobi-Anwärterin überhaupt eine Chance zu haben, schickt er seine Mädchen zu einem jahrelang verbotenen und gefährlichen Training, bei dem sie einen tückischen Berg erklimmen müssen. Auf der vorletzten Blu-ray und DVD erwarten uns die Episoden 7 bis 9 und zusätzlich noch zwei Postkarten als Bonusmaterial. Mit den Folgen 69 bis 89 starten wir in die nächste Sailor Moon Staffel. Bunny ist schwer verzweifelt, denn ihr Mamoru will nichts mehr von ihr wissen. Außerdem hat sie weiter mit Shibusa zu kämpfen. Und dann ist da ja noch die Familie des Schwarzen Mondes, die hinter der kleinen Lady und dem Silberkristall her ist. So warten schwere Kämpfe und böse Überraschungen auf die Sailor-Kriegerinnen. Aber auch lange gehütete Geheimnisse kommen endlich ans Licht. Die vierte DVD-Box von Sailor Moon kommt mit einem ganz besonderen Extra in die Läden. Denn wie Kase verlauten ließ, enthält der Release nicht nur ein Booklet und vier Sticker. Nein, zudem wird auch das zweite deutsche Opening mit enthalten sein. Das Grauen für Inspektorin Akane Tsunemori hat ein Gesicht bekommen. Vor ihren Augen hat Shogo Makishima ihre Freundin umgebracht, weil Akane den Verbrecher nicht zur Strecke bringen konnte und sich deshalb Vorwürfe macht, will sie jetzt alles daran setzen, ihn zu finden. Unterstützt wird sie dabei vor allem von Kogami, denn auch der hat noch eine Rechnung mit Makishima offen. Doch als sie glauben, endlich eine Spur gefunden zu haben, wird die Stadt von einer Reihe neuer brutaler Vorfälle heimgesucht. Mitten auf der Straße werden Menschen attackiert und umgebracht. Und trotzdem zeigt der Psycho-Pass der Täter einen völlig normalen, unauffälligen Wert. Die dritte Volume von Psycho-Pass enthält die Episoden 13 bis 17 sowie drei Postkarten als Extra.
Die Adaption des Nintendo DS-Spiels Devil Survivor 2 schafft es, den Sprung in deutsche Gefilde zu machen. In dem Sci-Fi-Anime dreht es sich um Hibiki und Daichi, zwei normale Tokyota-Oberschüler, jedenfalls bis zu dem Tag, in dem sie im Netz eine neue populäre Seite entdecken. Registriert man sich dort, bekommt man die Gesichter seiner toten Freunde im Moment ihres Sterbens aufs Handy geschickt. Und es wird noch gruseliger, als ein Video gepostet wird, das zeigt, wie Hibiki und Daichi unter einer entgleisenden U-Bahn begraben werden. Wie durch ein Wunder können sie dem Tod mithilfe ihrer neuen App, die anscheinend auch Dämonen beschwören kann, gerade noch entrinnen. In dem deutschen Sprechercast übernehmen bekannte Stimmen die Charaktere. Unter anderem schlüpft Jan Makino in die Rolle von Hibiki, während Konrad Bösherz als Daichi den Part übernimmt. Die Erstauflage erscheint in einem limitierten Sammelschuber für Blu-ray und DVD, sowie wird ein Booklet mit enthalten sein. Wir hatten uns vorgenommen, mal so ein Chubby Bunny Challenge zu machen, weil